Mit einer Su 25. Vortex, Vortex. Ich. Triebwerke mussten aus für das Ding, ne? Zum Nachladen. Ja. Ach so, beim K50? Nee, ne. Musst du nur den einen Schalter umdrehen vorne. Und die Tür auch ganz rechts. Genau. Also mein K50 Schrott. Okay, Herr Wock, wie weit bist du? Brauch noch ein bisschen. Video ist bei 1,3. Nicht schon losrollen. Okay, das sah geil aus. Ich bin in der Außenansicht, guck mir den K50 von Weitem an und die Gazelle kommt genau auf die Kamera zugeflogen. Was geht jetzt ab? Ich fahre über den Bordstein und er sagte OVG, OVG. Axel, wie schaut's mit dir aus? Gut, ich suche jetzt mir mal die Ziele südlich von Amblou, hast du nicht gesehen? Amblou, glaube ich, ja. Ja, genau, da. Da soll ja noch was stehen, ja. Ist ja, ich setze mal einen Markov. Bewegen die sich auf das ungefähr. Camp vor? Eigentlich nicht mehr, die haben angehalten. Ich setze mir ein paar Marker, wo die zu erwarten sind. In dem Bereich. Gut, dann ziehen die Helis jetzt nochmal los. Wegpunkte dafür gab's ja nicht, ne? Ne. Die Gazelle jetzt hin. Die fliegt jetzt Richtung Target Area. So. Ah, da. Ich seh's ja. So, erzähl, wie sieht's aus? Klar, fertig. Paar Sekunden noch. Müssen wir jetzt nur noch what the fuck? Ich krieg einen Razor Attack. Ja, bestimmt von der Gazelle oder von Panzern am Boden. Also ich hab alles, also ist eigentlich aus, also das Ding ist alertiert. Der zeigt allerdings nach hinten, ne? Also die Kamera jetzt. Ich weiß nicht, inwiefern du dann gelasert wird. Ich hab den Laser allerdings nicht aktiviert. Muss ich auch gedrückt halten dafür. So, alles was da so rumsteht ist frei, ja? Außer die direkt bei der Antenne sind. Oh, das sind ja unsere, die habe ich gerade gespawnt. Scheiße. Fuck. Das sind drei Stück gewesen. Das war aber rechtzeitig. Also weiter Richtung See, ja, oder Richtung Ortschaft. Ja. Ja, direkt bei der Antenne sind nur friendly. Okay. Das ist sehr schade. Ja. So, Herr Wock, ready fit.
Du kriegst einen kleinen Vorsprung, ich bin eh schneller. Alles klar. Run him up. Fuck, das ist ja schon alles tot hier. Mann. Sie sind im Wäldchen. Das Leben ist so ungerecht. Und ich hab schon wieder Blue Screen. Ah, what the fuck, ey. Das neue Windows Update dich drauf, oder was? Leck mich am Arsch. Ja, Flaps. Ja, so wird's doch. Immer dieser Blue Screen, ne? Schlimm ist das. Wann in dem Heli, ist er? Airborne. Touch to one, fence in. Aber ich könnte jetzt so eine Wicke reindrücken, ne? Eine Geschwall hatte ich dran, genau wie sie. Nein, nein, nein. Hui, hui. Havoc Smash? Smash, ich kann es nie lesen, man hat behindertes. Hohe 30, also. 460. Hat einer von euch die diese Hardmod? Die mit dem Faded Hub, meinst du? Ja, also dieses realistische, das ist so ein bisschen, also das ist so ein bisschen Ja, hab ich, aber geil, ey. Bei der Gazelle kommt das richtig geil. Bisher hat sie ja doch kein. Stimmt, die hat ja ihr Gun hat, Mistral, ne? Mistral. Und das Gun hat auch. Das Gun hat habe ich noch nicht ausprobiert von der L, aber die Mistral, das sieht richtig nice aus, dieser richtig dreckige, verblasste grüne Kreis. Gut. Ich bei der MiG-15 hatte ich das letztens gesehen, Alter, da kannst du ja, da verändert sich ja dein Piper, wenn du Entfernung und Spannweite einstellst normalerweise, ne? Da ändert sich irgendwie gar nichts mehr. Scheiße. Okay, funktioniert okay. Wahrscheinlich auch nicht mit allen so einwandfrei. Ey, aber bei der MiG-21 ist es richtig hart, da siehst du das Ding kaum noch, egal wie hoch du es drehst. Meine Gun würde dich treffen, gut zu wissen. Wer hat denn so eine Schnotterseuche? Ist ja krass. Ja, ich hab Nasenbluten. Du hast Nasenbluten? Hat einfach mal gefeuert jetzt. Ich hab was gelockt und mal sehen, ob was kaputt geht. Hast du Nasenbluten? So aufregend? Nee, hab ich manchmal. ETA 5 Minuten. Du meinst TOT? Time on Target? Time on Target wäre 22. Ja. ETA, also TGG, sind 4 Minuten 30. Gut, Gazelle kommt jetzt auch in Reichweite. Am See, fast am Camp dran. Auf den Markern sollen die sein, oder was? Nee, aber in diesem Bereich, wie die Marker sind. Müsst du mal ein bisschen in den Wald gucken, da muss irgendwas sein. Havoc, ich bin auf deiner 9. Gleich. Das ist lustig, die A10 verschwindet komplett hinter der A-Säule, ey. Meiner 9, ach so, oder? Ja, ich bin ziemlich dicht. Ja, eigentlich eher auf deiner 6, ja. Auf deiner 6, ja. So, Helikopter sind über dem See, ne? Wenn das euch wundert, falls ihr nach reinfliegt. Okay, einen leichten Steigflugpit. Jupp, jupp. Jetzt haben wir vielleicht 3 Grad oder so. Oh, Alter. Ja, gut, ich überschieße. Ist das vorne der Scheiße hier schon? Ja, ne? Ne, der ist da. Der nächste See. Oh. Hui. Bis zu 25. Die
die westliche Seite vom See aber, oder? Korrekt. Attitude, Autopilot will gar nichts mehr machen, auch nicht schlecht. Ja, mein Autohoverpilot will gar nicht erst reingehen, ey. Weiß er doch. Der kommt nur so 25 durch mein Hard, durch mein TGP. Ja, ich bin aber östlich vom See. Nee, Pit war das. Also in dem Kaff ist glaube ich nichts mehr. Also ist das vor dem Kaff oder hinter dem Kaff? Danach. Also wo nördlich, nördlich vom Kaff. Da sehe ich nichts. Nördlich. Problem ist, die Dinger stehen mitten im Wald. Ja, okay, ich habe ein bisschen was zum Streuen dabei. Wenn du mal westlich von der Straße, wirklich direkt 10 Meter neben der Straße in der Linie durch den Wald hochziehst, kommt das glaube ich ganz gut. Direkt am Ortsausgang. Ja, direkt am Ortsausgang. Da? Naja, da stehen vorhin waren da noch ein BTR zum Beispiel. Okay. Wenn die sogar mehrere. Ich mach mal. Das ist ein zerstörter LKW. Kaputten habe ich auch alle gefunden. Ich hab garantiert nicht alles bekämpft, als ich weg bin. Bombs away. Es hat noch irgendwas geschossen. Welche Waffe hast du? Das war der. Wer hat denn da jetzt im Wald geschossen? Das war ich, Pit. Wie sich da jetzt auch mal hin, ungelenkt. Du gehst genau von oben mit dem TGP drauf. Ich überflieg mal hier, vielleicht schießt er ja noch was. Da ist ein zerstörter BTR. Ich mach mal einen tiefen Überflug an dem Waldrändchen vorbei. Das ist zerstört. So wie ich das sehe, kein Beschuss, wird alles clear sein. Also haben wir alles bekämpft, ja? Ja, hallo, alles bekämpft. Hm. Okay. Kenntnis genommen. Tja, dann alles leid. RTB. Hä? Nee. Warte. Nee. Warlord? Extrahieren und so? Ach ja, stimmt, wir haben neue Befehle gekriegt. Genau. Ah, da war ja was. Genau, neue Befehle sind reingekommen. Am See südwestlich von uns, unter der Stadt Gbuli, wie auch immer die ausgesprochen wird, befindet sich auf einer Halbinsel im See die Ortschaft Al-Sopeli und dort wiederum, wenn ihr alle mal F10 Map gucken könnt, dort auf einer kleinen Halbinsel südwestlich von der Stadt. Dort wurde ein Warlord ausgemacht, dort müssen wir quasi noch Ziele bekämpfen, Aufständische und Truppen quasi ablassen, um dort wiederum eine Geisel zu extrahieren und damit zur Basis zurückzukehren. Zur Info, ich habe schon Sicht mit dem Targeting-Pod drauf auf das Gebiet. Eigentlich eine ZSU-23 Schilker, ein BTR-80, ein UAZ. Und ein Gebäude-Compound, vermutlich Ziel-Compound. Und Infanterie. Und Blue Screen. Torchlight,
Ziele ausmachen und bekämpfen? Ja. Für die K50. Tuan, ich kann die, solange die Schilker da ist, nie eingreifen. Hat jemand von Dodge Flight gelenkte Raketen dabei noch? Ja, der Dodge 29 hätte welche, wenn ihr mir das Ziel mal genau ansprecht. Du siehst auf dem südlichen der großen Seen. Siehst du den? Moment, jetzt muss ich erstmal wieder um das F10 umschalten. Ich habe leider das Tracker her nicht. Mach dir eine Markierung drauf. Habe ich schon. Balu hat schon eine Markierung drauf. Okay, habe ich. Das ist jetzt quasi rechts von mir. Ja, fliege ich erstmal an. Warte, ich mach's nur nochmal exakter. Das müsste da sein. Okay, auf dem See hast du gesagt? Mhm. Auf dieser Halbinsel, wo die Marke drauf, dass du nicht das Gebäude triffst, sondern wirklich nur die ZSU-23. Die Schilker. Ja, genau, steht. Das ist ein großer Luftabwehrpanzer mit Schilker kenne ich, die habe ich schon mehr als einmal kennenlernen dürfen. Ja, das ist dein primäres Ziel. Okay, in meinem Anflug jetzt sieht mich einer. Rechts von mir ist die Halbinsel. Gebäude oder keine Gebäude? Gebäude. Ein großes mit Compound, also mit Zaun und so. Das Gebäude habe ich im Blick, K50. K50 hast du notfalls auch noch Vickers? Ja, ich habe Vickers voll. Dann Balu kann das im Notfall oder K50 machen, falls die SU-25 jetzt verfehlt. Ich sehe jetzt keine ZSU, da ich sehe nur zwei BDR stehen. Ein Gebäude, aber... Im Westen steht die Schilka. Westen? Im Südwesten. Ich glaube, wir lassen den Axel das erstmal probieren. Und wenn der Axel verfehlen sollte, dann... Die baut sich jetzt auf. Jetzt Radar gerade ausgerichtet. Notfalls probiere ich es mit Guns, aber... Ich hätte noch eine 25 SL, SL-25 dabei. Fuck, würde ich doch einmal diese verkackten Ziele finden. Die sollte reichen, Pit, notfalls. Bin im Orbit über der Halbinsel. Ebenfalls. Auf Angels 12 bin ich. Hast du Blick auf das Haus? Positiv. Nein. Nein. Das ist ein großes weißes Haus, sogar noch auf dieser... Es ist nicht mehr da, wo Herr Bock angemarkert hat. Nee, stimmt. Das ist noch weiter. Ich habe jetzt den Label reingemacht. Korrekt. Dort, ich könnte übrigens das ist ein weißes Haus. Da ist die ZSU. Aber wie gesagt, das Haus muss unversehrt bleiben. Entschuldigung, Sahne, ich wollte nicht über Mut fahren. Sorry, ich bin zwischengekommen. Nee, ich habe beide BTRs in Schussreichweite. Würde, glaube ich, sagen, ich locke wohl die Schilker gleich. Gut. Weil ich habe einen Haufen Ziele. Soll ich feuern? Die BTRs sind frei für dich, Sahne, ja. Okay. Die Schilker bekämpfen. So, ich habe sie jetzt gelockt. Ach, die Schilker sind wegzukommen. Gerade. Schilker feuert. Ein BTR down. Flash, okay. Schilker feuert nochmal. Au, das war ein Treffer. Achtung, Axel, Schilker feuert raus. Okay, ich brenne. Fuck. Dann gucken, ob du die Schilker notfalls noch reinkriegst. Ja, die ist dahinter, ich hab sie schon gesehen. Das ist auch gut. Ich muss nur. Balu, soll ich den Hot? Nein, Schilker, negativ, Schilker ist noch da. Schilker ist noch da. Sahne bekämpft erstmal die Schilker dann. Okay, gut. Mach mich auf. Ich muss erstmal Posi wechseln. Die steht auch schön beschissen. Die steht direkt hinterm Haus, ey. Axel, sonst RTB erstmal zur Reparatur. Ja, ich seh's. Aber der brennt nicht mehr, ne? Nee, ich sehe dich auch nicht mehr brennen. Guck mal. Vielleicht hat ein Triebwerk an Leistung verloren, beziehungsweise ist ausgefallen. In dem Fall würde ich dir raten, werf deine Waffen ab und versuch noch nach Hause zu kommen. Achtung, am Zielgebiet ist neben der Schilker noch, so wie ich das sehe, 6 Mann Infanterie. 5 Mann. Die Schilker im Visier. Schilker raus. Hoffentlich trifft sie, weil die ist etwas über der Mauer. Flash, Schilker zerstört. Balu, soll ich auf die Infanterie, oder? Ja, positiv. Dodge to one in hot. So inbound.
Bis auf. Infanterie steht auch rechts davon. Sieht ziemlich beschissen. Ganz. Oh, gut getroffen. Da den Compound nicht erwischt haben. Da läuft noch Infanterie. Ja, soweit alles. Unbeschädigt. Korrigiere nach Osten die Anschlüsse, die gerade von dem Heli reinkommen. Von wem auch immer. Ja, da steht Infanterie. Muss ein Stück nach Osten korrigieren. Dodge 22 könnte in Hot. Ja, Dodge 22, wird hart. Falls du noch irgendwelche Targets hast, mach sie kaputt. Ja, einmal Infanterie im Südwesten. Da, wo der K50 ihn geballert hat? Westen, ja. Oh Mann. Gut, ich hab's auch nicht. Ein stabiler Absicht aufs Ziel. Ja, dann müssen wir ein Stück weiter nach Westen. Ja. Duan geht auch nochmal in Hot. Das war, glaube ich, nichts, ne? Keine Ziele getroffen. Du warst ein Stück zu weit im Osten davon. Ganz wirklich, also so. Wäre es noch einen Meter dann weiter neben gewesen, hätte die Sprengwirkung wahrscheinlich die Infanteristen weggeholt. Ich habe noch zwei auf dem Schirm, zwei Infanteristen. Ja. Two on in Hot. Okay. Gut, Hits für den K50, noch ein Stück weiter. Ich mache einfach mal Rifle. Oder warte mal, sind nur noch die zwei über, oder? Ich glaube ja. Was sind die beiden letzten mit verschossen? Einer steht noch. Jo, Rockets away. 2-2 in Hot. Okay, und good hits. Infanterie ist down. 2-1 outbound. Und nochmal. Mega, ey. Bin aber drüber gekackt, ne? Die kann sich wahrscheinlich als Proteinshake zusammensammeln, die Infanteristen. Axel, wie schaut's bei dir aus? Hallo, Su. Hallo. 30 bis nach Hause. Nice. Gut, dann geht die Gazelle jetzt rein, liefert Truppen ab, holt das Arschloch raus und bringt es ins Bettchen. Und geht in Orbit. Dann können die Helis ja eigentlich nach Kutasi zurück, oder? Sehe ich das falsch? Ja, ich muss nur kurz landen, aber effektiv den Truppenführer da abholen. Also. Über nach Hause. Nee, ich frage nur, wo wir dann zurück sollen. Achso, in die, zur ersten Fahrt plötzlich einfach. Ja, nee, weil Kutasi ist ja auch nicht so weit entfernt. Weil die erste Farbe ist, glaube ich, sogar noch weiter entfernt. Achso, ja gut, nee, dann nehmen wir das Ziel, was am nächsten dran ist. Du, jetzt ist der Zaun verschwunden hier. Geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Und da ist er wieder. Crazy shit. Ich hab die Gazelle visual. Jo, bin dann am Flug hier. Luftfahrzeug entdeckt. Das war ein Teil Waffenlager entdeckt. Ja, ich hab's entdeckt. Soll ich in Hot gehen? Hallo? Ja, ich glaube, das überlässt du bei mir, das Flugfahrzeug. Alles klar, gut. Jemand sich. Da unten? Ja, das fährt, das entfernt sich gerade Richtung Norden. Frage: Feuerfreigabe auf das Haus?
bin direkt hinter dem Pisser. Ist noch zu nah dran. Wir haben aber ein Waffenlager. Markier mal das Waffenlager auf der Karte, ich hab die Koordinaten. Okay. So, und Fox 2. Wäre Rifle. Ja, Rifle. Bin gerade über dem Fahrzeug. Fluchtfahrzeug übrigens, ne? Zerstört. Ja. Weil es so viel Spaß gemacht hat. Nochmal Rifle. Haha, das war ich. Das war mein Kill. Wow. Dieser Schweinehund. Leg dich nicht mit dem K50 mit etlichen Dingers an. Erneute Anfrage. Zerstörung des Gebäudes. Nix da. Warte, Gazelle, flieg kurz raus. Und Freigabe, Teil K50 ist in der Nähe, aber das macht nichts. Bleib mit Sort. Waffenlager sind auf der Karte markiert. Rifle? Irgendwo um diesem Gebiet, oder? Rifle? Oh ja Gott, ich sehe diese Rakete glühen, das sieht so geil aus. Flash! Und ganz noch. Fuck, sah das geil aus. Hallo, Waffenlager? Was ist? Jawohl. Ich schätze, das nehmen wir noch raus, ne? 4 Stück. Ne, 2 Stück. Ja, irgendwo in diesem Gebiet, oder? Wir löschen mal die anderen Dinge. So, gut. Gebiet ist markiert auf der Karte. Vermutlich ist Waffenlager im Areal. Feindstärke unbekannt. Vorsichtige Aufklärung des Gebiets. Dann folgt die Angriffsfreigabe. Am besten sollte die A10 erstmal auf Zielgebiet einen Blick werfen, um auszuschließen, dass wir dort das Hamster warten müssen. Zielgebiet erkannt. Einzelne Fahrzeugkette an der Bergreihe. Der südliche Marker ist der korrekte. Copy. Jedenfalls könnte das Dodgefly doch alleine packen, wie das aussieht. Handelt sich um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ungefähr 10 Fahrzeuge. 10 Fahrzeuge? Hm. Kriegt euch schon mal die stärksten Ziele raus. Alles klar. Dodge du an den Hart. Copy. Nein, fuck. Artillerie und. Oh, schade eigentlich. Ich hab's leider nicht geschafft. Sind wir durchgesackt beim Landen am Flug oder was? Ja, einfach runtergefallen. Ne? Triebwerk links war aus und wird es auch ausgelaufen. Und runter ist er gefallen. Ah, schade. Ja, gut. Dodge-Strukturen hot? Oh, ich seh nix. Also, da waren wir jetzt auch free. Alter! Oh, hier ist ein Berg. Wo denn überhaupt? Vorsicht, wenn ihr von Süden anfliegt, wegen dem Berg. Das ist krasser, als man denkt. Ja. Das habe ich gerade gemerkt, das war echt knapp, Mann. Auf der Karte, der untere Marker ist ein Waffenlager. Mit Fahrzeugen etc. Muss man noch rausnehmen. Wahrscheinlich auf dem Berg, oder? Nee, hinter dem Berg. War am Berg. Ne? Am Berg, ja. An der Westseite des Berges. Kommt von Norden wieder rein. Positiv, ich auch. Bin gerade an dir vorbei, rechtzeitig. Alter, was spinnt da meine Gans rum? Dann konzentriert du dich auf die Ziele, die südlich stehen. Ich nehme die nördlich stehen. Okay, du nimmst die nördlichen. Ich nehme die südlichen. Okay, du nimmst alle. Ich nehme das mit raus.
Läuft, Dodgeflight hat's wieder geregelt. Ich glaube, das wäre für uns auch mal eine Herausforderung, dass wenn wir wirklich nur ganz bestimmte Bewaffnung hätten und davon auch nur sehr begrenzt, dass man von vornherein am Airfield einstellt, dass nicht mehr nachgeladen kann als so in solche Menge. So maximal einmal RTB und nachladen, so zum Beispiel. Oh, ich hab's übertrieben. Ja, das warst du. Aber es brennt eine ganze Menge. Nur 25 down. Damit haben wir 1K50, 2K27 für 25 verloren. Einmal 3K50 ist kaputt. Auf der Farbe. Who can say where the world. Siehst du, Axel, du bist nicht der Einzige, der die 25 in die Heide gedonnert hat. Drei Ziele left, die hole ich mir. Nach 830 fröhliche Kugeln, die drauf warten, genutzt zu werden. Und 14 Raketen. Und eine beschissene Seite, mit der man gern mal anfliegen kann, aber. Du hast es nur überlebt, ja? Was war nicht gerade unknapp wahrscheinlich. Ja, und noch eine Bombe.